Durch das Spielen von Übergängen zwischen den Akkordwechseln und das Einbeziehen von kleinen Blueslicks kannst du deine Bluesbasslinie nochmal richtig nach vorne bringen. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du mit kleinen Übergängen und Blueslicks deine Basslinie ein wenig auffrischen kannst. Hi, ich bin der Alex von ebasslernen.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Vor etwas längerer Zeit habe ich aufgrund dessen, dass der Willi mir in die Kommentare geschrieben hat, mach doch mal ein Video über Bluesbasslinien, ein Video über Bluesbasslinien gemacht. Das lief ziemlich gut und das kam ziemlich gut bei euch an. Und dann hat mir der Willi aber nochmal geschrieben, hat gesagt, du, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas, ein paar Übergänge und ein paar Blueslicks. Das wäre da auch nochmal ganz schön. Und Willi, dein Wunsch ist mir Befehl. Dieses Video ist extra aufgrund dessen entstanden. Ich zeige euch hier mal in diesem Video ein paar Übergänge, also wie man quasi von einem Akkord zum nächsten spielen kann. Und ein kleines Blueslick habe ich auch noch mit dabei. Wollen wir mal loslegen und wollen wir uns mal kurz anschauen, um was es eigentlich geht. Zuallererst möchte ich dich darauf hinweisen, wenn du das Video mit den Bluesbasslinien noch nicht gesehen hast, schau dir das bitte vorneweg an, denn all das, was ich jetzt hier gerade sage, baut auf dieses Video auf. Das heißt, das solltest du schon gut verstanden haben, ansonsten ist es mit dem Video ein bisschen schwierig, dann kann es sein, dass du mir nicht ganz folgen kannst, wo ich jetzt hier eigentlich hin will. Wir hatten, wie gesagt, diese Bluesbasslinien genommen und da habe ich dir 4 Patterns gezeigt, wie du ja einen Blues begleiten kannst. Wir haben das Ganze in der Tonart G gemacht. Und zum Beispiel eine von diesen Patterns war ja dieses hier. Ja? Und dann haben wir gesagt, das kann man einfach über jeden Akkord nehmen, zum Beispiel hier über G. Dann haben wir das Ganze nochmal über C. Und dann das Ganze natürlich über D. Und so kannst du quasi diesen ganzen Blues begleiten, indem du quasi immer dann, wenn der G-Akkord kommt, spielst du das Pattern in G, wenn der C-Akkord in C und so weiter und so fort. Das ist auch alles total cool, das ist alles super. Aber du kannst diese ganze Basslinie noch ein bisschen ja, verfeinern und einfach ein bisschen raffinierter spielen, indem du die Akkordwechsel mit Übergängen klar machst. Bedeutet, wenn du quasi zum Beispiel vom Takt 4, wo ein G ist, rüberwechselst zu dem Takt 5, wo ein C ist, dass du dann einen kleinen Übergang spielst, um vom G zum C ja, geschmeidig rüberzukommen. Das hat einmal den Vorteil, dass in der Band irgendwie gemerkt wird, ah, okay, jetzt muss irgendwas kommen, weil der Bassist spielt einen Übergang, der spielt irgendwas anderes, das heißt, es wird irgendwas passieren und es macht deine Basslinie dadurch auch um einiges klarer und ein bisschen raffinierter. Es kann auch eine Melodie dazu reinbringen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man durch dieses Übergangsspielen seine Basslinie ein bisschen auffrischen kann. Wie gesagt, ich zeige dir jetzt einfach mal eine Version, was man da machen kann. Und zwar, es geht natürlich einfach um die Übergänge. Und zwar immer dann, wenn ein Akkord wechselt, nämlich wie gesagt vom G zum C, vom 4. auf den 5. Takt. Dann wieder zurück, wenn es vom C zum G zurückgeht. Und dann, wenn man vom G zum D kommt. Man muss das nicht die ganze Zeit spielen. Zum Beispiel bei den Wechseln vom D zum C in der letzten Zeile und vom C zum G in der letzten Zeile mache ich das nicht. Einfach, weil immer nur Übergänge spielen, wenn zum Beispiel der Akkord nur einen Takt ist, finde ich manchmal gar nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also es muss nicht jedes Mal sein. Man kann das auch übertreiben und dann hat die Basslinie ihre eigentliche Funktion dann teilweise auch schon fast verloren. Aber ich rede zu viel, wollen wir uns auch mal anschauen, wie die einzelnen Übergänge funktionieren. So, wir sind jetzt quasi am Hand dieses Beispiels hier. Wir haben das Pattern. Funktioniert aber auch mit allen anderen Patterns. Also das ist prinzipiell völlig unabhängig davon. Die Übergänge funktionieren mit jedem Pattern. Wenn ich vom G zum C spiele, mache ich im letzten Takt den Übergang. In meinem Beispiel mache ich den Übergang den ganzen Takt lang. Ich spiele einfach mal den Übergang vor. Ja, das heißt, ich habe im 4. Takt die Töne G, A, H, B, sorry, B, jetzt H und dann C. G, A, B, H und dann bin ich im 5. Takt auf die 1 beim C, da wo ich hin will. Und dann spiele ich das Pattern weiter. Ja? Und das Ganze spiele ich dann quasi nicht in Vierteln, sondern einfach in Achtelnoten quasi. Einfach immer jeden Teil zweimal. Und dann bin ich da. Das heißt, dieser Übergang vom ersten vom G zum C würde ich so spielen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Spielen wir das einfach mal, dass wir mal die ganze erste Zeile spielen, also 4 Takte G und dann Übergang zum C. 3, 4. Zweiter Takt G. Dritter Takt G. Achtung, jetzt kommt der Übergang. Und dann bist du beim C. Jetzt wollen wir zurück vom C zum G. Das heißt, wir haben einen Takt C, wo wir das Pattern ganz normal spielen.
Und dann im zweiten Takt, wo wir C spielen, wollen wir den Übergang spielen, um wieder zurück zum G zu kommen. Jetzt könnten wir da wieder die gleichen Töne nehmen, wie wir aufwärts gespielt haben, also als wir vom G zum C gewechselt sind. Finde ich, klingt aber nicht so gut. Ich würde die Töne ein bisschen abändern. Und zwar, ich würde natürlich beim C starten. Und dann anstelle des Hs würde ich gleich runter zum B gehen. Dann das A. Und dann das Ass. Und dann bin ich beim G. Ja, dann wäre der Übergang quasi C, B, A, Ass. Und dann wäre ich wieder beim G. Das Ganze klingt dann so, wir spielen die zwei Takte C und gehen zum G zurück. 3, 4. Und jetzt der Übergang. Und dann bin ich beim G. So, und jetzt habe ich noch einen Übergang, nämlich vom G zum D. Auch da habe ich wieder quasi einen Takt lang G spielen und dann im zweiten Takt, wo ich das G spiele, spiele ich den Übergang zum D. Und das Prinzip bleibt eigentlich das gleiche wie vom G zum C. Ich nähere mich chromatisch an, ich will gar nicht so sehr sagen, was das jetzt alles ist, will nicht verwirren oder mehr Tonmaterial und mehr Theorie jetzt hier reinhauen, als eigentlich wichtig ist. Und zwar, wir wollen hier hin und starten hier. Das heißt, wir spielen quasi G, dann das H, dann das C, dann das Cis und dann das D. Das ist mein Zielton, wo ich hin will. Und das müsste ich natürlich mit dem ersten Finger spielen. Dann kann ich auch diese Basslinie weiterspielen, also dieses Pattern. Genau. Das heißt, der Übergang wäre dann quasi eine Takt lang G spielen. Und dann G, H, C, Cis, D. Nochmal. Eine Takt G und dann der Übergang G, H, C, Cis, D. Und dann bin ich hier oben auf dem D-Akkord und dann spiele ich da meine Linie weiter. Jetzt habe ich gesagt, beim D und beim C und auch vom C zum G zurück, weil das immer nur ein Takt ist, mache ich keine Übergänge, denn da bin ich ja mehr mit Übergangsspielen beschäftigt als mit dem eigentlichen Pattern. Und es, wie gesagt, das muss auch nicht unbedingt immer sein. Jetzt wären wir eigentlich quasi durch und jetzt schauen wir uns noch dieses Blues League an, was ich sagte, dass wir das zum Schluss einmal spielen. Und zwar handelt es sich jetzt um die letzten zwei Takte. Wir haben ja gesagt, man kann in den letzten zwei Takten einen Takt G und einen Takt D spielen. Wir machen in unserem Beispiel, dass wir jetzt einfach zwei Takte lang G spielen. Wir bleiben quasi auf diesem G-Dur-Akkord liegen. Und das Blues League, was ich dir zeigen möchte, das klingt so. Ja, gleich nochmal. Losgehen tut das Blues League quasi genauso wie unser Übergang vom G zum D, nämlich G, H, C, Cis und die Töne auch immer doppelt. Und jetzt aber D, E, Fis, G und die Töne immer einzeln gespielt, also jeweils nur einmal angeschlagen. Okay, gleich nochmal. G, H, C, Cis, D, E, Fis, G. Und das wäre quasi unser Blues League, mit dem unser Blues-Durchgang auch einfach insgesamt aufhört. Bevor wir das jetzt insgesamt einmal zum Play-Along zusammen durchspielen, möchte ich dir noch ein paar Sachen hinweisen. Erstens, du kannst dieses Play-Along und auch die Noten und die Tabs dir wie immer auf meiner Homepage runterladen. Link unten drunter findest du in der Videobeschreibung. Und dann, wenn dich das interessiert mit den Übergängen spielen und wie kann ich quasi die ganze Basslinie auffrischen, was kann ich da alles noch tun? Ich habe da einen Kurs entwickelt, der heißt der Rock-Bass-Kurs. Und in dem zeige ich dir, wie du deine eigenen Basslinien gestalten kannst. Und unter anderem hat auch einen ziemlich großen Anteil in diesem Workshop oder in diesem Kurs, wie man einzelne Akkorde miteinander verbindet, wie man da Übergänge miteinander spielen kann. Denn das, was ich dir hier gezeigt habe, das ist ja quasi nur ein ganz kleiner Teil von dem, was da eigentlich möglich ist. Also, falls dich das interessiert, auch das findest du in der Videobeschreibung unten drunter. Der Rock-Bass-Kurs ist genau das Richtige dann für dich. Aber jetzt wollen wir erstmal loslegen, spielen wir das ganze Stück einmal zum Play-Along dazu. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Alex von eberslern.de. Ciao.